was macht der Mensch, wenn er in der Schlange steht und wartet? Er holt das Handy raus. Und er steht eben an der Bushaltestelle oder in der Kantine, schaut nochmal seine Timeline durch und möglicherweise erreichen wir ihn da. Möglicherweise erreichen wir ihn aber auch, wenn er gerade zu Hause sitzt und irgendwie mit den Kindern oder mit Freunden chatten möchte oder wir erreichen ihn am Arbeitsplatz. Das natürlich stecken die Leute auch in ganz unterschiedlichen Lebenssituationen, die nicht unbedingt die sein müssen, die gerade der Mensch hat, der das aktuelle Twittagsgebet verschickt hat. Deswegen, manche nehmen so ein Gebet gar nicht wahr. Andere nehmen es einfach nur zur Kenntnis und manche nehmen sich es eben auch zu Herzen. Und vielleicht möchte jemand auch antworten und schickt dann eine kleine Antwort an das Twittagsgebet und kommt mit uns ins Gespräch. Oder manche Leute retweeten es und schicken es dann quasi in ihrem eigenen Kanal weiter, was ja auch eine sehr große Chance eben für uns ist, weil es eben ein kaskadierendes System ist. Ich setze ein Gebet ab und von meinen Abonnenten finden dann eben ein paar vielleicht das Gebet so schön, dass sie es in ihrem eigenen Kanal dann auch weiterleiten. Und dann erreiche ich natürlich auch in der zweiten Generation sozusagen dann diese Menschen. Und das ist auch ein Stück weit, könnte man etwas flapsig sagen, Beten für Fortgeschrittene. Weil 140 Zeichen Platz hat man für ein Gebet. Eine SMS hat 160 Zeichen. Das ist kürzer als eine SMS. Man braucht bisweilen schon auch ziemlich Zeit, um sich da einen irgendwie gewinnbringenden Gedanken, ein Gebet oder einen Impuls zu formulieren und den dann zu verschicken. Und die Leute sollen eben halt auch über solche Gedanken quasi angesprochen werden.